Hallo, moin moin. Mein Name ist Otto Halbum. Unsere Reise führte uns diesmal nach Lappland. Wir befinden uns hier am Polarkreis. Wir haben hier im Moment gerade minus 31 Grad. Ein bisschen frisch ist das schon. Wir haben hier einen größeren Transport durchzuführen. 9 Eisenbahnwaggons von Finnland nach Schweden. Wir haben Eisenbahnwaggons zu transportieren nach Schweden. Per LKW von hier, Finnland. Da fragt man sich natürlich, warum per LKW und nicht per Schiene. Wir befinden uns hier im schwedisch-finnischen Grenzgebiet. Man hat dort 2 Gleise verlegt. Einmal das finnische Maß und einmal das schwedische Maß. Man kann hier ganz klar erkennen, dass es nicht möglich ist, Eisenbahnwaggons mit finnischer Breite auf Schienen zu fahren, die auf schwedischer Seite laufen. Aber keine Sorge, keine Probleme. Die Firma Halbum hat für alles eine Lösung. Sei es sie noch so problematisch, wir kriegen das alles hin. Geheimnisvoll glühend illuminiert die Morgensonne das finnisch-schwedische Grenzgebiet. Landschaften wie diese inspirierten den finnischen Komponisten Jean Sibelius zu musikvoller folkloristisch-nationalem Überschwang, wie dem Opus Karelia. Es feiert die Trennung seines Landes von Schweden. Seit 1809 markiert der Fluss Tornionjoki die Grenze. Für uns liegt Schweden. Wir sind am Ufer von Tornio, das als Teil des selbstverwalteten Großfürstentums Finnland vom russischen Zaren regiert wurde. 1903 wurde Tornio an das finnische Eisenbahnnetz angeschlossen. 1917 mussten hier noch über das Flusseis provisorische Gleise verlegt werden, um den Hofzug der Zarenwitwe Maria Fjodorowna von Schweden nach Finnland zu bringen. Kurz nach dieser spektakulären Aktion wurde 1919 die Eisenbahnbrücke errichtet. An die Zeit der Schwedenherrschaft erinnert bis heute die durch König Gustav II. Adolf errichtete Holzkirche. Heutzutage herrscht zwischen Tornio und dem schwedischen Haparanda am anderen Flussufer reger Austausch. So kam es zum Verkauf finnischer Eisenbahnwagen und deren Transportverladung auf schwedischer Seite durch die internationale Spedition Otto Halbom. Zunächst erreichten die Wagen per Schiene den finnischen Grenzbahnhof Tornio. Früher war dieses Bahnhofsgebäude zugleich Wartesaal und Zollstation für den schwedisch-finnischen Grenzverkehr. Hier verlief die Hauptverbindung zwischen Russland und England. Das erklärt seine repräsentative Ausgestaltung. Obwohl das finnische Eisenbahnnetz bis 1918 nicht an das russische Bahnnetz angeschlossen war, erhielt es unter russischer Oberherrschaft die dort üblichen Breitspurgleise. Deshalb wurden die Bahnwagen auf schwedischer Seite umgespurt, was einige Zeit in Anspruch nahm. Prominentester Passagier war 1917 der russische Revolutionär Wladimir Iljitsch Lenin auf seinem Weg aus dem schweizerischen Exil in die Heimat. Daran erinnert bis heute die Tafel am Bahnhofsgebäude. 1988 wurde der schwedisch-finnische Personenverkehr auf der Schiene eingestellt. Seither findet hier nur noch Güterverkehr statt. Zum Beispiel für die Spedition Otto Halbom. Zunächst passieren die Wagen die Verladestation des Güterbahnhofs. Danach überqueren sie den Kirkopudas. Die Bahnstrecke führt weiter über eine Straßenbrücke, in deren Nähe die Fahrt der Wagen gut einsehbar ist. Das Sicherheitsregime auf der Eisenbahngrenzbrücke führt die finnische Seite. Betreiber des Verkehrs ist das finnische Güterbahntransportunternehmen VR Cargo. Die Eisenbahnbrücke über den Kirkopudas ist zu 100% finnisch. Bezogen auf die erwarteten Güterwagen kann man frei nach Friedrich Schiller sagen: Über diese enge Brücke müssen Sie kommen, es führt kein anderer Weg hierher. Nach der Flussüberfahrt nimmt der Zug den Weg über die Grenzbrücke zum schwedischen Grenzbahnhof Haparanda. Und tatsächlich, da kommen die Wagen schon.
Aparanda gegen 7 Uhr morgens. Schummriges Dämmerlicht liegt über dem Güterbahnhof der schwedischen Grenzstation, ein wenig aufgehellt durch hochaufragende Leuchtstrahler. Auf einem hinteren Gleis bewegt sich der erste Zug dieses Tages Richtung Grenzbrücke nach Finnland. Nur in einem der beiden Kräne ist ein Arbeiter zu entdecken. Er hat es gut, die Kabine ist beheizt. Jetzt rollen die von der Spedition Otto Halbom bestellten LKWs auf den Platz. Es sind 3 Spezialfahrzeuge für den Abtransport der ersten 3 Güterwagen, die an diesem Tag verladen werden sollen. Zunächst einmal gehen sie in Warteposition. Der erste zu verladende Wagen ist bereits durch Ketten mit den beiden Kränen verbunden. Wird die Verladung jetzt sofort losgehen? Und hier werden jetzt die LKW auseinandergezogen. Wir sind gerade eben auf den normalen Weg hierher gekommen. Und wenn Sie jetzt losfahren, haben Sie eine Länge von 26, 27 Meter, um diese Ballon aufnehmen zu können. Der erste LKW hat seinen langen Träger ausgezogen. Jetzt begibt er sich an die Verladestelle. Zu transportieren sind 26,5 Meter lange Flachwagen der finnischen Gattung BOV. Das Gewicht beträgt 32,6 Tonnen. Normale Flachwagen haben eine Länge von knapp 20 Metern. Hier handelt es sich also um Wagen mit Überlänge. Deren Transport erfordert besondere Präzision. Deshalb erhielt den Auftrag die Spedition Halbom. Sie hat mit solchen Spezialtransporten und der Auswahl der Partner für die Verladung vieljährige Erfahrung. Jetzt sind finnische Eisenbahner eingetroffen, doch es gibt eine böse Überraschung. Die Drehgestelle dieses Wagens wurden noch nicht von der Plattform getrennt. Dazu müssen unten Schrauben gelöst werden, doch damit gibt es Probleme. Die Zeit verrinnt. Der Transporteur wartet, doch das finnische Personal ist verschwunden. Vielleicht wärmt es sich im Bahnhof auf. Bei minus 22 Grad Celsius ist es kein Wunder, wenn sowohl Schrauben als auch Mitarbeiter in Kältestarre verfallen. Immerhin, an den weiteren zum Transport vorgesehenen Flachwagen trennt ein Eisenbahner absprachegemäß die Rangiertritte ab. Sie würden beim Straßentransport stören. Als die Sonne aufgeht, ist es 9 Uhr. Verlassen liegt der Verladeplatz im Morgenlicht. Unruhe kommt auf. Was ist, wenn sich die Drehzapfen des Wagens nicht vom Drehgestell lösen lassen? Ist der gesamte Versand in Gefahr? Wo sind die Finnen? Endlich tauchen sie wieder auf. Diesmal haben die Verkäufer der Wagen schweres Gerät mitgebracht. Ein Dieselaggregat treibt einen Elektroschrauber an. Gleich mehrere Mitarbeiter machen sich an den eingefrorenen Schrauben zu schaffen. Und dann ist es vollbracht. Aufatmen bei allen Beteiligten, der Wagen lässt sich von den Drehgestellen abheben. Für den Transport ist dies eine wesentliche Bedingung, denn die Flachwagen sollen auf mitteleuropäischer Normalspur eingesetzt werden. Deshalb wird sie der Käufer mit entsprechenden neuen Drehgestellen ausstatten. Die für ihn nutzlosen finnischen Breitspurdrehgestelle werden nach Finnland zurückgehen. So verringert sich das Transportgewicht auf der Straße und die Stabilität der Ladung wird deutlich sicherer. Wesentliche Standardprodukte im grenzüberschreitenden Bahnverkehr dieser Station sind Holz-, Chemie- und Stahlprodukte. In den letzten Jahren schafften sich die finnische Grenzstation Tornio eine deutsche Rafik-Anlage und das schwedische Haparanda eine Talgo-Anlage zur Umspurung von Güterwagen an. Doch der Einsatz klappte nicht. Die Wagenachsen waren im Winter vereist und ließen sich nicht bewegen. Für die Investition in eine Aufwärmhalle fehlte offenbar bislang die Entscheidungskraft, zumal die Kunden dann in Güterwagen mit entsprechenden Spezialdrehgestellen investieren müssten. So bleibt erst der Zeit beim Umladen, was bei Containern relativ schnell geht. Auf dem Weg ins Landesinnere von Schweden machen sich Züge mit den hier populären Baureihen TD, einer modernisierten Lok der Baureihe T44, und RD2, einer modernisierten RC2.
Zwischen 1967 und 1988 baute die schwedische Fabrik Asia 366 dieser Elektrolokomotiven, die unter anderem das schwedische staatliche Güterverkehrsunternehmen Green Cargo einsetzt. Das Eisenbahnwesen in Skandinavien zeichnet sich durch lange Strecken in Nordostrichtung aus. Besonders interessant ist das norwegisch-schwedisch-finnische Grenzgebiet. Die einzige Verbindung nach Finnland geht über die zu Anfang gezeigte Doppelgleis-Grenzbrücke zwischen Haparanda und Torneo. Erst 2012 wurde die 130 Kilometer lange Verbindungsstrecke zwischen Haparanda und dem schwedischen Hauptnetz bei Boden modernisiert und elektrifiziert. Zeitweise sollte sie sogar geschlossen werden, weil sie wegen der Umladeprobleme an der Grenze wenig Verkehr generierte. Diese Drohung war erst vom Tisch, als schwedische Investoren das Stahlwerk im finnischen Tornio modernisierten und regelmäßige Ganzzüge mit Coils nach Schweden schickten. Wichtige Kunden der Strecke vom schwedischen Kiruna zum norwegischen Narvik sind Ganzzüge mit Eisenerz, welches in Kiruna gefördert wird. Natürlich kommen auch hier Lokomotiven der Baureihen R sowie T44 zum Einsatz. Das Stromnetz in beiden Ländern läuft wie auch in Deutschland mit 15 kV Wechselstrom und einer Frequenz von 16 2/3 Hertz. Zurück zur Grenzstation Haparanda. Der erste Flachwagen wurde auf den Straßentransporter verladen. Jetzt wird der nächste Wagen an den Verladepunkt geschoben. Im Verschiebeeinsatz ist eine Diesellok der Baureihe TK8 des finnischen Produzenten Valmet. Sie entstand aus der Baureihe TVE4 durch Modernisierung. Dabei wurde vor allem ein Kran aufgesetzt. Wegen ihrer goldgelben Farbe und des Motorengeräusches nennen sie finnische Eisenbahner liebevoll Kuckucksuhr. Problemlos ließen sich die Zapfen des Flachwagens aus den Drehpfannen der Drehgestelle herausheben. Jetzt müssen die Kranoperateure beweisen, dass sie ideal zusammenarbeiten können. Jede noch so kleine Bewegung muss synchronisiert sein. Anderenfalls könnte der Rahmen des Waggons beschädigt werden. Außer den Drehzapfen reichen weitere Elemente über die untere Begrenzungslinie des Rahmens hinaus. Daher kann man nicht einfach die Plattform auf den LKW-Rahmen auflegen. So bestellte Spediteur Otto Halbum spezielle Metallkonstruktionen für die Auflage des Waggons. Vorsichtig bewegen die Kranführer den Flachwagen in Richtung LKW. Dieser hat zunächst einen provisorischen Halteplatz eingenommen. Wenn die Plattform über ihm hängen wird, wird zu entscheiden sein, ob der LKW-Fahrer seine Position korrigieren muss. Der Flachwagen hat eine für die Verladung passende Position eingenommen. Jetzt muss sich der LKW in Rückwärtsfahrt unter den Wagen bewegen. Konzentriert beobachtet der Einweiser die Befestigung des Drehzapfens. Sie muss frei aufliegen können. Deshalb muss das Metallgestell für die Auflage etwas zur Seite verschoben werden. Jetzt stimmt es. Zwischen die Auflagestellage und den Flachwagen werden Holzbalken zur Abfederung der Fahrstöße geschoben. Jetzt wird der Flachwagen am Laster befestigt. Die Kräne sind bereit für die nächste Aktion. Auf einem anderen Gleis wartet eine Diesellok der Serie DV12 auf das Fahrtsignal in Richtung Grenzbrücke. Die 192 Exemplare dieser 1300 PS starken Baureihe sind das Rückgrat der finnischen Bahnen auf nicht elektrifizierten Strecken. Gleich wird die Lok mit der Nummer 2657 hier den Tornio überqueren und das 30 Kilometer im Norden befindliche Städtchen Kemi ansteuern. Hier haben mehrmals täglich Züge des Regional- und Intercity-Verkehrs Halt. Wichtiger Arbeitgeber der Stadt ist eine Zellulosefabrik.
Im Ersten Weltkrieg wirkte hier die sogenannte Jägerabteilung von Kemi für die finnische Unabhängigkeit von Russland. Einfahrt hält ein Zug aus der Kälte. Die Zuglok gehört zur in der Sowjetunion gebauten Baureihe SR-1. Ihr Spitzname ist Sibirischer Wolf sowie Elektrorusse. Die komfortablen Doppelstockwagen konstruierte die finnische Talgu-Tochter. Sie sind speziell für den harten Wintereinsatz konzipiert. Ebenso wie die vom schweizerischen Konzern Stadler gelieferten Triebzüge vom Typ Flirt. Ihr Transport erfolgte per Fähre und Straße. Viel Arbeit für Spediteure wie Otto Halbum. Jetzt kommt die zuvor von Haparanda abgefahrene Diesellok 2657 an. Sie hat die Güterwagen ausgeliefert und fährt zum Lokschuppen. Die finnische Verschiebelok stellt den nächsten Flachwagen bereit. Die Wagen sind schwer zu bewegen. Die Bremsen sind eingefroren und lassen sich nicht lösen. In Schweden fuhr die erste Eisenbahn 1856. Finnland zog 6 Jahre später nach. Norwegen baute schon 2 Jahre vor Schweden seine erste Eisenbahn. So hat Skandinavien eine langjährige Bahngeschichte. Wieder hängt der Flachwagen in der Luft. Anders als bei der ersten Plattform läuft jetzt alles wie am Schnürchen. In den vergangenen Stunden gewannen die Kranführer und die Helfer am Boden merklich Routine. Die Kommunikation zwischen den Kranführern geschieht über Funk. In den kommenden Tagen werden für die Spedition Otto Halbum noch 6 weitere dieser Wagen verladen. Bis zum Abschluss der gesamten Aktion verbleiben daher die Kräne an ihren jetzigen Plätzen. Das 1621 gegründete damals schwedische Tornio ist die älteste Stadt Lapplands. Nach der Zuschlagung zu Finnland 1809 gründete die schwedische Bevölkerung der Stadt am anderen Ufer, die neue Stadt Haparanda. Durch diese Konkurrenz verlor Tornio teilweise seine Bedeutung als Handelsplatz. Aufschwung brachten die Gründung eines Sägewerks und einer Brauerei. Erfreulich ist die heutige enge Zusammenarbeit beider Städte. Der Einweiser buxiert den LKW auf seine endgültige Halteposition. Wieder heißt es, den Flachwagen korrekt auf dem Fahrzeug abzusetzen. Der LKW-Fahrer setzt seinen Transporter einmal hin und zurück, dann passt es. Als Auflage auf dem Fahrzeug dienen außer der Metallkonstruktion wieder Holzbalken sowie Anti-Rutschmatten aus Gummi. Erneut ist Millimeterarbeit angesagt, damit der schwere Flachwagen stabil positioniert ist und zugleich keine Bauteile beschädigt werden. Fertig. Nach der Verladeaktion verbleiben vor Ort die breitspurigen Drehgestelle. Sie gehen nach Finnland zurück. Die Schwertransporter machen sich auf den Weg zu ihrem Ziel, der schwedischen Eisenbahnwerkstatt. So endet ein nicht ganz so gewöhnlicher Arbeitstag im schwedisch-finnischen Grenzgebiet, bei dem Züge aus der Kälte die Hauptrolle spielten. Gut, okay, die ersten 3 LKWs sind auf dem Wege. Wir haben auch schon eine Meldung bekommen, dass sie an Züge vorankommen. Und auch wir machen uns jetzt auf den Weg aus der Kälte ein bisschen in die wärmeren Gefilde Richtung Hamburg. Die nächsten Transporte warten schon auf uns. Wir bewegen, weil wir es können.